Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Conker Live and Reloaded. Hier ist Oliver391 und ich begrüße euch zurück zu diesem Remake von dem legendären Spiel Conker Bad Fur Day. Jetzt habe ich beinahe den Titel vergessen. Ah, ich bin so schlecht. So, und wir haben ja jetzt in den letzten Parts diesen Part hier komplett abgeschlossen. Kann man hier sehen. Ich habe mir nochmal den Schwanz geholt, den es da hinten zu holen gab. Und, ja, jetzt wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich gehe hier einfach mal wieder raus und guck mal, was danach passiert. Ich habe nämlich ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Aber das finden wir raus. Ist gar kein Problem. Hofft man es doch zumindest mal. So, jetzt ist hier wieder kurzer Lag, ne? Weil Ladepause und so ein Scheiß kennt man ja. Und da sind wir wieder in diesem Gebiet. Gucken wir mal, was uns hier erwarten wird. So. Wir haben hier noch Zugriff zu diesem Stinkgebiet. Ich glaube, das ist auch alles, worauf wir Zugriff haben. Keep, do not enter. Okay, lol. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Und daher würde ich sagen, ich gehe in dieses Stinkegebiet. Machen wir einfach mal. Mein Gott. Puh, ist ja blind. Wenn was falsch ist, ist auch egal. Dafür gibt's Save States. Puh. So, gehen wir mal hier rein. Hier waren wir schon mal drin. Und ja, hier sind auf jeden Fall Gegner. Dann holen wir schon mal die Waffe raus. Und gucken mal. Do not attack me, du fucking asshole. Aua! Jetzt hat er mich doch angegriffen, der Sack. Hm. Ich glaube, das dauert mir gerade zu lange hier. Was ist das? Einfach mal. Wir schauen uns jetzt hier einfach mal um. Stecken wir mal die Waffe so lange weg. Was sieht hier eigentlich aus? Hier gibt's 4 Geld zu holen und irgendwas anderes. Ah, was bist du, eine Hornisse? Ne, du bist ein... Du bist ein dämlicher Käfer! Ah. Please do not attack me. that's stupid. Okay, hier kann man hoch. Und was bist du? Wenn ich das nur wüsste. This place is scheiße. Okay. Egal. Was bist du? Ach, der pennt hier. Der pennt, der Sack. So eine Sackratte. Boah, hier kommt noch so ein Vieh. Die Mucke ist irgendwie zum Kacken gerade. Und ich glaube, die Viecher greifen mich irgendwie gar nicht an. Das ist natürlich auch gut. Money! Money over here! Nö, doch nicht. Schild hat gelogen. Ist gar kein Geld. Wo ist hier Money? Alter, ihr wollt mich verarschen, ich weiß es. Hier ist nichts. Lol? Lol, Roffel und Scheißdreck? Bin ich jetzt hier falsch? Ich glaub schon. Jut, dann laufen... Alter, jetzt hat er mich zerquetscht, der Sack. Okay, die greifen mich doch an. Das ist dumm. Please do not attack me, ihr Asshole. I hate this. Und wie er die Maske hier einfach mal aufhat. Lol. Muss ganz schön stinken da. Na, who knows, who cares. Was pennt der hier? Mach, man weiß es nicht. So, also hier ist, bin ich jetzt glaube ich auch irgendwie falsch. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Tja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, meine Damen und Herren. Hier ist aber auch irgendwie nichts. Hey, ihr sollt mich nicht angreifen. Ah, die greifen mich, glaube ich, an. Jetzt habe ich die gesamte Kolonie hinter mir her. Das ist auch nicht schön. Oh, hier ist eine Leiter. Gucken wir mal, wo die uns hinführt. Tja, wohin? Gute Frage. In einer Ladezone. Na gut, dann gucken wir uns nochmal um. Ha, wir können es ja. Wir haben ja Zeit. Totales, planloses Umherirren ist natürlich auch. Go away. Hm. Get the impression somebody doesn't want me to be here. They certainly don't want me to go that way. Think I'll go that way. Gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Und ja, was haben wir denn hier jetzt so? Hier ist nichts. Jedenfalls an Geldtechnischen. Also gehen wir mal hier lang. Is it safe, I wonder? Let's find out. Let's find out. Gute Idee. Sieht mir jetzt nicht sicher aus, aber hey. Das ist mir ja egal. Hübsch. Nein! Verdammt, bin ich runtergefallen. Verdammt, verdammt. Aber hier ist auch nichts. Hier sind nur Pilze und so ein Scheiß. Und mit Pilzen kann ich nichts anfangen.
Pilze kann man nicht zu Bier verarbeiten. Na doch, Hefepilze. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Wenigstens hängt hier ein Seil rum, damit man wieder hochkommt. Also das hier ist dann wohl so eine Art kurzer Geschicklichkeitsabschnitt. Und wie meine Zuschauer wissen, habe ich kein Geschick. Deswegen werde ich hier elendig verrecken. Und mich an die Kanten festpacken. Oh. Conker? Uh-oh. I think it's about to... Na toll, jetzt bin ich zweimal runtergefallen. Ah, heck. It's not like I'm going that way just yet. Just yet? Okay. Das Spiel scheint mir sagen zu wollen, dass ich hier jetzt noch nicht lang soll. Na gut, dann eben nicht. Aber im Moment, hängt da nicht auch ein Seil? Hör auf, dir den Kopf in den Sand zu stecken. Hängt da auch ein Seil? Aber ich glaube, da komme ich wirklich noch nicht ran. Nein, also brauche ich da vielleicht noch irgendeine Fähigkeit oder sowas zu. Da ich selber jetzt aber gerade nicht weiß, wie diese Fähigkeit aussehen soll, machen wir was anderes. Aber wir wissen wenigstens schon mal, wo wir nicht lang müssen. Das ist auch schon mal eine gute Information. Auch wenn ich jetzt natürlich gerne wüsste, wo ich lang muss. Ach, aber egal. Erkunden wir einfach ein bisschen weiter. Ab in die Ladezone. Und wieder warten und warten und warten. War das im Original Xbox 1 eigentlich auch so? Also auf der Original Xbox 1, dass das Bild einfach gefreezt ist? Oder ist das jetzt nur durch die Emulation auf der Xbox 360 so? Ich weiß es nicht. Hat jemand von euch das Spiel mal auf der originalen Xbox 1 gespielt? Kann er mir das mal beantworten? Kann ich hier durch? Die Antwort lautet nein. Wie gesagt, kann er mir mal in die Kommentare schicken, ob das in den auf der original Xbox 1 auch so gefreezt ist. War ich hier oben schon? Ja, ne? Hier führt zum Berg hoch. Ja, hier war ich dann schon mal. Was mit dem Haus da? Kann ich da rein? Mal gucken, ob ich da rein kann. Ja, tatsächlich, hier komme ich rein. Cool. Dann, let's go in! Let's go! It's a me, Conka! I'm a squirrel and I'm a so fucking... Oh, Zwischensequenz, cool. You better hurry up. What are you looking at? Nothing, sire. Good. Oh. I think I can hear him. Eureka! Eureka! I found it! I found it! Ja, ja! Eureka! Oh. Ah, my lord! So never guess what? I think I have found the problem. Now, we have here, if you look, the table. If you analyze the table closely, as I have done, most particularly, you will see that there is a gap. And we are not talking any old gap here, my lord. It is a sizable one. Now, milk goes here. What happens? We have the fulcrum here, the milk here. The veg problem, not good. Milk falls off because of a gap. Yeah, that is what is the problem, the gap. I think I see. And the solution? Ah, now this is where it gets complicated. I was mulling over what would fit in the gap. I tried many things. I tried elephants, pot plants, many things. But the one thing, and I was sure of it at the time, I was sure it was a rodent. Sure enough, it was. This one. Varius squitstelius. To use the proper vernacular. To the layman, the red squirrel. This red squirrel. Yes. Squirrel. I've heard of them. Yes. So? So it's a simple, my liege. We need a squirrel. And we put him here. You know, spill your milk? We don't get duct tape. Gentlemen. Yes, oh. My liege? Get me one of these red squirrels. Yes, my liege.
Okay, jetzt sind wir offensichtlich auf der roten Liste, wie das so schön heißt, ne? Die Tierschützer, also ich brauche jetzt ganz dringend einen Tierschützer, sonst bin ich ja am Arsch hier. Peter, wo ist die Peter, wenn man sie mal braucht? Egal. Hey, alright there. How are you doing? Hi, hi, how you doing? Come in now. Yeah, sit down, what do you want? Oh, this place really smells. Well, she wear like dung beetles, me rolled of poo around, knows what for. Oh, really? If you want some poo? Alright, get your ass in there. There's these cows. Get them in there. Get them for crap, and I'll make you a bowl of poo. And you can do what the hell you like with it. Go on your bike. You still here? Oh, charmant. okay, lol. Was der auch so immer von mir will. Dann gucken wir mal. B. Amboss. Action. Da! Wie werde ich ja gleich angegriffen, Alter? Was ist das denn? Alter! Ich habe Money gehört, aber ich weiß nicht, wo es ist. Aber ich brauche definitiv Schokolade. Schokolade wäre cool. Hier drüben? Ja, wo? Ach, da hinten. Da ist bestimmt Money. Nein! Runtergefallen. Tot. Ach, ficken. Penis! Ficken! Vagina! So, jetzt haben wir mal alles rausgehauen. Alles rausgehauen, was es so gibt. So, ja, danke, dass du mich zurückbringst, lieber Herr Gesangsverein. Nein! Alter, das ist aber auch unfair, wisst ihr? Du fällst hier runter und hast keine Chance, dich zu verteidigen. Geh tot, Mann. Du gehst mir auf den Sack. Ja, zu früh. Ach. Meine Güte. So, jetzt auch mal hier wieder ein bisschen ruhigeres Spielen hier. Erstmal ein paar Leute umbringen. Oh, ich glaube, das Geld wird mir auf den Sack gehen. Ah, das ist so. Das ist irgendwie leicht dumm, die Kampfsteuerung. Der sich die ausgedacht hat, gehört verprügelt. Also, Wear Games, wenn ich euch sehe, ihr gehört verprügelt. Ja, Money, I hear you. Okay, wo bin ich denn hier jetzt eigentlich? Irgendwo in der Kacke bin ich gelandet. Nein, 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 nein. Oh, Zeil, Zeil! Oh, verdammtes! Scheißdreck. Ja, jetzt finden wir wenigstens mal raus, was passiert, wenn wir endgültig sterben, ne? Wenn wir noch ein Leben und dann bin ich am Arsch. Ach ja, Scheißdreck. Jetzt wird das Spiel aber anspruchsvoll hier, oder was? Geht da nicht. Geht da gar nicht. Anspruchsvolle Spiele kann ich nicht ab. Oh, die Typen sind tot. Das ist gut. Und was war das da? Ich hab da oben gerade irgendwas gesehen. Ach, da ist das Geld. Guck einer, schau. Da ist das Geld. Aber wenigstens bleiben die Viecher tot. Ja, ist ja auch logisch, ne? Ich habe ja vom Tod ein paar Möglichkeiten bekommen. Ein paar mehr Chancen. Das heißt also, wenn ich sterbe, holt er mich einfach wieder zurück und dann ist gut. Jetzt geh an das Seil. Och. Meine Fresse. Was läufst du da rum? Da geht mir auf den Sack, dass der hier rumläuft. Lief der hier vorhin auch schon rum? Oh, da unten. Ich sehe ja einen Schwanz. Puh. Nee, doch kein Schwanz. Irgendwas anderes. Kann ich mit dem Seil auch schwingen oder so? Nee, irgendwie nicht. Ist doch doof. Ja, dann holen wir uns jetzt erstmal die Schokolade. Schoki, ne? Ja, ich flieg wieder dran vorbei, Alter. Hä? Wie soll man denn die einsammeln? Moment, habe ich volle? Ach, ich habe ja volle Schokolade. Na dann. Kein Ding. So, Dalle, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Das sieht aus wie ein gigantisches Klo. Nein! Jetzt bin ich schon wieder runtergefallen zum Teufel. Ach. Wir können doch ahnen, dass sich das Vieh loslässt, sobald man ganz unten ist. So. Ich nehme an, hier haben die Entwickler jetzt nicht dran gedacht, dass man hier überleben kann, oder? Hm. Scheißdreck. Dann ab in den Tod. Hä? Wo war der jetzt kaputt? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt nicht gerafft. Wieso bin ich jetzt hier wieder hier? Mit einer Schokolade und nur einem Leben. Das bin ich... Das habe ich jetzt... Hä? Ich kraft das gerade nicht, Leute. Ich bin gerade leicht überfordert. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Oh mein Gott, ist ja Partende. Na, dann machen wir gleich mal hier Schluss. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder, meine Damen und Herren. Und ich verabschiede mich so lange, ne? Bis dann. Tschüss.